Hallo ihr Lieben, ich freue mich sehr, dass ihr heute erschienen seid hier, auch bei diesem Wetter. Also gestern sind wir alle abgeschreckt worden. Ich hoffe, wir werden im Laufe des Tages auch noch ein bisschen mehr. Und es ist ganz wichtig, dass wir hier sind, weil wir auch gehört werden müssen. Also das, was wir eben nach draußen tragen wollen an Information, unsere Perspektive auf das Ganze, die wird ja von den Leitmedien, also vom Mainstream, nicht aufgenommen. Und es ist so wichtig, dass wir normalen Menschen dafür hier draußen auf der Straße stehen, dass wir unsere Botschaft, unsere Mission nach draußen bringen, damit es auch eine Stimme gibt, die eben kritisch ist, die das Ganze kritisch betrachtet, was die letzten 2 Jahre hier in diesem Land und überhaupt auf der ganzen Welt passiert ist. Ja, deswegen gehen wir auf die Straße, deswegen zeigen wir Gesicht und deswegen werden wir das auch weiterhin tun. Wir lassen uns da nicht einschüchtern, einschränken. Offiziell ist die Tendenz ja gerade hier in Deutschland, dass man verschleiert, dass man die offiziellen Zahlen gar nicht nach draußen trägt. Also man macht beide Augen zu, läuft mit Scheuklappen durch die Gegend und sagt, ja wunderbar, ist doch alles gut. Wenn wir nicht genau hinschauen, dann wird es ja auch nicht so schlimm sein, was hier gerade passiert. Nein, es ist ganz wichtig, dass Menschen hinschauen, dass da auch wirklich die Dinge hervorgeholt werden, wieder ans Licht. Und dafür sind wir da. Dafür stehen wir auf der Straße. Und wir werden es weiter tun. Wir haben hier 2 ganz tolle Redner. Die Sonja aus Frankfurt, die über rote Linien sprechen wird, darüber, dass in der letzten Zeit, in den letzten 2 Jahren, immer wieder eigentlich Linien, die vor 2 Jahren, vor 3 Jahren niemand überschritten hätte, es wäre Common Sense gewesen, dass das nicht möglich ist in dieser freiheitlichen, liberalen Gesellschaft, in der wir uns befinden, ja? Und plötzlich, also man muss den Menschen nur ein bisschen Angst machen und dann ist alles okay. Dann kann man Grundrechte abbauen. Dann kann man Dinge, die eigentlich, wo es normalerweise einen riesen Aufschrei geben würde, wo die Leute sagen würden, nein, mit uns nicht, das kann jetzt einfach eingeschränkt werden. Die Leute machen mit, die Leute haben Angst und dafür müssen wir hier stehen und einfach den Finger in die Wunde legen und sagen, nein, schaut mal, was hier veranstaltet worden ist, die letzten 2 Jahre. Also wir haben die Sonja aus Frankfurt, die über rote Linien spricht, darüber, dass diese roten Linien immer wieder überschritten wurden in die letzten 2 Jahre. Wir haben die Birgit aus Hanau, die uns erzählen wird, was mit unserem Gesundheitssystem eigentlich passiert, wie sehr das umgebaut worden ist, wie sehr es immer mehr auf Profit ausgerichtet worden ist und eigentlich Dinge, die sonst eher Heilung, Hilfe für die Kranken, dass das immer mehr in den Hintergrund rückt. Wir haben 2 tolle Musiker aus Mannheim, die extra hergefahren gekommen sind nach Offenbach, die gute Laune Musik spielen. Ich freue mich ganz besonders auf sie. Ich freue mich auf die Redner, auf die Musiker und möchte hier die Veranstaltung eröffnen. Ich lese nochmal schnell die Auflagen vor. Jo, hi, Offenbach. Ich bin die Jane, das ist Alex, wir kommen aus Mannheim. Wir waren ursprünglich beides mal Pflegekräfte und jetzt sind wir halt Straßenmusiker, ne? So passiert das in der Transformation. Ja.
Ich kann noch kurz was zwischen euch sagen. Ich muss sagen, ja, einfach so ein bisschen. Ja, ja, ja. Günther, die soll ja.
Ja, und dann kommst du erstmal so 5 Minuten. Nein, ich mach 2, 3 Minuten. Ich kündige 2, 3 Minuten. Ja, ich kann dann später nochmal weg. Sonja, nee. Ich höre mich ziemlich schlecht, aber ich denke vorne, ne? Naja, man hört dich. Man hört euch. Alles ist halbwegs abgemischt. Akzeptabel. Ja. Zu ertragen, ja? Ja, ja, ja. Man hört nicht nur dich und denkt sich so, bah, man hört auch ihn. Singt der überhaupt nicht? Macht doch das Playback zu deinem Leben. Auch du warst mal ein Kind und auch ich war mal klein und auch uns kennt sie was erzählt. Und dann macht man das alles und versucht so zu sein und dann merkt man, dass einem was fehlt. Und dann verlernt man sich richtig zu spüren und man flüchtet sich in Kunst oder Konsum. Und während ihr fleißig Pläne macht, lachen die Götter sich krumm. Lasst eure Kinder mal was dazu sagen, hört ihnen richtig zu. Die spüren sich noch dann viel in für die Welt, die sind klüger als ich und du. Denkt an, was ihr antwortet, ihr seid auch nur verletzte Kinder. Am Ende gibt's wieder ganz neue Symptome und ihr wart die Erfinder. Und dann sagt ihnen wieder, wie's richtig geht, werd erwachsen und bist du naiv. Predigt Formeln, lasst alles in Hefte schreiben, die Götter lachen sich schief. Auf Schönschrift und Lehrpläne und dass sie die Bleistifte spitzen. Zeigt ihnen Bilder von Eichenblättern, wenn sie drinnen an Laptops sitzen und dann ackern und büffeln und wieder auskotzen und am Nachmittag RTL 2. Am Wochenende geht's was Schönes kaufen und fertig ist der Einheitsbein. Jeder, der sich nicht anpasst, wird zum Problemkind erklärt. Und jede, die zu lebhaft ist, kriegt eine Pille, damit sie nicht stört. Und damit betrügt ihr euch selber, denn kein Kind ist ein Problem. Und all die Freigeister, all die Schulschwänzer, nur Symptomträger im System. Denn wenn ihr so hart urteilt, ihr seid auch nur verletzte Geister. Der Unmut wird immer lauter und der Widerstand streit sich heiser. Empört euch das Händchen nicht, ist was er sein soll, sondern nur wer Nummer ist. Wenn Hansen ein Hans ist, der eigene Kinder hat, denen er was erzählt, dann merkt Hans und uns und ihr vielleicht auch, dass wieder irgendwas fehlt. Ihr habt Wünsche und Träume, der Eltern mit ständig an, wie man die Meere wendet. Jeder Wunsch, den ihr euch erfüllt, ist dann halt auch zu Ende. Geht ihr nochmal laufen für Kunde Zahl und wartet, bis die Burnouts kommen. Schmeißt euer Geld für Plastik aus, um ein kleines Glück zu bekommen. Das Beste aus Cerealien und Milchstoffen, Carport und noch ein Kredit. Und alle finden Scheiße, alle machen sie mit. Werbung verkauft euch für dumm und dann sitzt ihr von neuem.
Zunge. Wenn ihr das Welt nennt, sind wir gern weltfremd. Die Götter lachen sich krumm. Wenn ihr das Welt nennt, sind wir gern weltfremd. Die Götter lachen sich krumm. Ihr Traumverkäufer, Symptomdesigner, merkt ihr noch, was hier passiert? Wer hat euch Land, Wasser und Luft geschenkt, die ihr jetzt privatisiert? Ihr Heuchler, ihr Lügner, ihr Rattenfänger, ihr Gesundheitspassverkäufer. Man hat euch Geist und Gefühl gegeben und doch seid ihr nur Mitläufer. Ihr großen Fanaten, hilflosen Riesen, ihr wart doch auch mal klein. Und jemand hat euch mit Schweigen bestraft und ließ euch darin allein. Und jetzt hört ihr nicht nur die Götter nicht lachen, ihr hört auch die Kinder nicht weinen. Und sagt ihnen weiter, die Maske würde nicht schaden, ohne es so zu meinen. Macht ihr ruhig Pläne, wir stehen am Rand, wir sehen euch und wir sind nicht allein. Hinter uns stehen mehr und mehr Weltfremde, die wollen auch nicht so sein. Wartet nicht auf ein versöhnliches Ende, den Gefallen tun wir euch nicht. Keine Parkkurs und keine leeren Versprechen, die den Widerstand wieder bricht. Und irgendwann werden die Götter nicht mehr lachen, und falls es uns dann nicht mehr gibt, hinterlassen wir Kinder, die sich selbst gehören und die Menschlichkeit. See.